So, ich glaube, wir haben noch eine Minute. Wir fangen jetzt eine Minute zu früh an. Dann sind wir auch früh fertig. Das dürfte in allerseits Interesse sein. Mein Name ist Monika Seinscher und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz zu den Ergebnissen der NORA-Lärmwirkungsstudie. NORA steht für Noise-Related Annoyance, Cognition and Health und ist die größte und umfangreichste jemals durchgeführte Studie zu den Auswirkungen von Lärm, Verkehrslärm auf die Lebensqualität und die Gesundheit der Bevölkerung. Im vergangenen Herbst haben wir schon mal hier gesessen und Ihnen die Ergebnisse der ersten, damals schon fertig gewordenen Teilstudie, der NORA-Kinderstudie, vorgestellt. Jetzt sind auch die anderen vier Teilstudien fertig geworden zu den Bereichen Lebensqualität, Krankheitsrisiken, Schlaf und Blutdruck, die wir Ihnen in den nächsten anderthalb Stunden vorstellen werden. Dafür darf ich hier auf dem Podium eine ganze Reihe von Herren begrüßen. Sie haben alle Schildchen, deswegen müssen Sie sich nicht merken, was ich sage. Ich stelle sie Ihnen trotzdem vor. Ganz hinten sitzt Herr Lanz. Günther Lanz ist Geschäftsführer des Umwelt- und Nachbarschaftshauses im Forum Flughafen und Region und damit der Auftraggeber der NORA-Studie. Direkt daneben Professor Johann Dietrich Wörner ist Generaldirektor der Europäischen Raumfahrtorganisation, Raumfahrtagentur der ESA und hier in seiner Funktion als Vorstand des Forums Flughafen und Region. Und dann fangen die wissenschaftlichen Leiter der NORA-Studie an. Zuerst Dirk Schreckenberg ist vom Zentrum für angewandte Psychologie, Umwelt- und Sozialforschung in Hagen und hat das Modul zur Lebensqualität geleitet. Direkt daneben sitzt Professor Andreas Seidler vom Institut und der Poliklinik für Arbeits- und Sozialmedizin an der Technischen Universität Dresden. Er ist der Leiter der Studie zu Krankheitsrisiken. Daneben Dr. Uwe Müller vom Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln. Er hat die Schlafstudie geleitet. Dann Professor Thomas Eickmann vom Institut für Hygiene und Umweltmedizin der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Er ist der Leiter der Blutdruckstudie. Und hier direkt neben mir Professor Wolfgang Hoffmann von der Universität Greifswald. Hat nichts mit der NORA-Studie zu tun, sondern ist ein Vertreter des wissenschaftlichen Begleitkreises Qualitätssicherung, des WBQ, dessen Aufgabe war es, die Ergebnisse und die Methoden der NORA-Studie unabhängig auf ihre wissenschaftliche Korrektheit hin zu überprüfen. Wir machen der Reihe nach durch die Präsentationen dieser Herren, der Ergebnisse bzw. der Einschätzungen. Danach gibt es eine Fragerunde, wo Sie alle Ihre Fragen loswerden können, die wir gerne am Ende bündeln würden. Eine Sache noch vorweg, wie Sie alle wissen, stand diese Pressekonferenz unter einem Embargo, das leider aber heute Morgen gebrochen worden ist. Das heißt, wir heben das Embargo hiermit postwendend auf. Sie dürfen also sofort darüber berichten. Und das erste Wort hat Herr Lanz. Ja, vielen Dank, Frau Seinsche. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie zu unserer Pressekonferenz auch noch mal im Namen des Umwelt- und Nachbarschaftshauses als Auftraggeber der Studie recht herzlich hier begrüßen. Ich will nur ganz wenige Worte machen und Sie nicht mit Belanglosigkeiten aufhalten. Wir haben 5 Jahre lang eine sehr intensive Auseinandersetzung gehabt mit den Fragestellungen, die in der Studie bearbeitet wurden, von der Lebensqualität über gesundheitliche Auswirkungen bis hin zur Frage, welche Auswirkungen hat Fluglärm auf die Leseleistung bzw. die kognitive Entwicklung von Grundschulkindern. Das Spektrum ist, wie Sie mitbekommen haben, äußerst breit. Wir sind heute hier, glaube ich, ganz froh, dass wir jetzt zu einem Abschluss dieser Studie gekommen sind. Die Diskussionen um diese ganzen Themen, die werden jetzt, glaube ich, erst richtig beginnen. Sie werden jetzt beileibe nicht zu Ende sein. Vielleicht für Sie nochmal, damit Sie das auch mal physisch sehen, habe ich es hier mal hingelegt. Das sind die 2.500 Seiten Ergebnisbericht, die wir insgesamt hier als Output der NORA-Lärmwirkungsstudie sehen. Allein der Umfang deutet schon darauf hin, wie komplex das Ganze ist, welchen Umfang das Ganze annimmt. Ich glaube, das erschließt sich von selbst, dass wir in einer Pressekonferenz hier nur die wirklich wesentlichsten und wichtigsten Einzelergebnisse vorstellen können, dass es darüber hinaus noch viele, viele Detailergebnisse gibt, die in den kommenden Wochen und Monaten dann einer entsprechenden Analyse bedürfen, bevor man sich ernsthaft dann auch mit Auswirkungen bzw. mit entsprechenden Konsequenzen aus den Ergebnissen auseinandersetzen kann. Diesen Prozess werden wir auch gerne begleiten und unterstützen als Geschäftsstelle des FFR. Was dort an dieser Stelle passiert, dazu wird sicher auch der Professor Wörner als unser Vorsitzender dann nachher noch was sagen. Deswegen will ich es dabei belassen. Lassen Sie mich am Ende der kurzen Einführung nochmal aus meiner Sicht einen besonderen Dank aussprechen. Einmal an die Wissenschaftler, die wirklich
teilweise nächtelang noch gearbeitet haben. Das gilt auch für die externe Qualitätssicherung. Herr Hoffmann kann, glaube ich, ein Lied davon singen, wie viele Nächte Sie sich wegen Nora um die Ohren geschlagen haben, um dafür Sorge zu tragen, dass wir eine methodisch fast unangreifbare, ich würde sagen unangreifbare Studie haben. Wir haben eine Qualitätssicherung gehabt, dazu wird er noch was sagen, die es in dieser Form so bei keinem Forschungsprojekt nach meiner Kenntnis bisher gegeben hat, in dieser Ausführlichkeit. Die Nora-Wissenschaftler werden ein Lied davon singen, wie oft sie gequält wurden, mit Anforderungen, mit Nachfragen der WBQ. Aber ich glaube, das sollte jetzt alles erstmal vergessen sein. Wir können zufrieden sein mit dem, was hier jetzt vorgelegt wurde. Und ich glaube, das ist eine wesentliche Grundlage, auch über den Flughafen Frankfurt hinaus, mit dem man in Zukunft arbeiten kann, was Lärmwirkungen auf menschliche Gesundheit, auf Lebensqualität und andere Fragestellungen belangt. Vielen Dank. Das war's von meiner Seite zunächst mal. Herzlichen Dank, Herr Lanz. Wir machen weiter mit den Wissenschaftlern und den Ergebnissen und damit fängt Herr Schreckenberg an. So, ja, meine Damen und Herren, wir fangen mit dem ersten Teil der Nora-Studie an und zwar mit der Teilstudie Belästigung und Lebensqualität. Die Studie Belästigung und Lebensqualität hat im Wesentlichen drei Aufgabenbereiche. Der erste Aufgabenbereich befasst sich ausschließlich mit dem Frankfurter Flughafen und hier geht es um den Zeitvergleich der Entwicklung der Lebensqualität und Belästigung vor Eröffnung der Landebahn Nordwest im Oktober 2011 im Vergleich zur Belästigung ein Jahr später, 2012, und nochmal ein zweites Jahr später, 2013. Das heißt, wir haben dort mehrere Befragungen mit den gleichen Untersuchungsteilnehmern gemacht und hier die Entwicklung betrachtet. Der zweite Aufgabenbereich befasst sich mit einem Vergleich der Belästigung und der Lebensqualität an verschiedenen Flughäfen. Das heißt, neben Frankfurt haben wir auch die Situation im Umfeld des geplanten Flughafens Berlin-Brandenburg in einer Vorher-Situation untersucht. Die Nachher-Situation, wie Sie wissen, steht noch aus. Weiterhin haben wir die Flughäfen Köln-Bonn und Stuttgart untersucht. Unterschiedliche Flughäfen ganz bewusst gewählt, um zu schauen, inwieweit hier die Unterschiede sind in der Belästigung. Das heißt, der Flughafen Köln-Bonn, ein Flughafen mit Nachtflug, und Stuttgart, ein Flughafen mit Nachtflugbeschränkungen. Und der Berliner Brandenburger Flughafen als einer, der zu dem Zeitpunkt unserer Untersuchung in der Planung stand. Der dritte Bereich befasst sich mit einem Vergleich der verschiedenen Verkehrslärmquellenarten. Das heißt, wir haben neben dem Fluglärm noch die Wirkung von Straßenverkehrslärm und Schienenverkehrslärm untersucht und darüber hinaus auch betrachtet, wie die Kombination von Flug- und Straßenverkehrslärm und Flug- und Schienenverkehrslärm wirkt. Wir haben insgesamt eben vier Untersuchungsregionen gehabt an den jeweiligen verschiedenen Flughäfen. Links oben sehen Sie die Region Frankfurt, rechts oben Berlin-Brandenburg, links unten Köln und rechts unten die Region um den Flughafen Stuttgart. Und innerhalb der schwarz eingezeichneten äußeren Linie war unsere Studienregion und diese schwarzen Linien kennzeichnen die 40 dB Dauerschallkontur für Tag und Nacht. Wir haben im Frankfurter Raum, im Rhein-Main-Gebiet, eine Panel-Studie durchgeführt, das heißt mehrere Befragungen, einmal pro Jahr, 2011, 12 und 13, mit 9.247 Teilnehmenden und darüber hinaus noch spezieller zum Straßen- und Schienenlärm und zum Kombinationslärm noch 9.500 weitere Teilnehmende befragt. An den anderen Flughäfen waren es einmal 5.500 in Berlin-Brandenburg, 2.955 in Köln-Bonn und 1.979 in Stuttgart. Die Ergebnisse hier für den Frankfurter Raum, also für den Raum Rhein-Main-Gebiet genauer gesagt, haben wir hier mal den Vergleich des Anteils der hoch durch Fluglärm belästigten Menschen je nach Dauerschallpegel in
der NORA-Studie, das sind die oberen überlappten Linien, die roten, eine schwarze Linie und blaue Linie, je nach verschiedenen Jahren. Und das haben wir mal verglichen mit den Ergebnissen einer Fluglärmstudie, die 2005, also vor 10 Jahren, hier in der Rhein-Main-Region durchgeführt wurde, der sogenannten RDF-Belästigungsstudie. Und was Sie sehen, ist, dass in den Jahren der Anteil der Hochfluglärmbelästigten deutlich angestiegen ist. Wir haben erwartet, dass von 2011 bis 2012 nach dem Ausbau und nach der Eröffnung der Landebahn auch ein Shift nach oben erfolgt, also eine höhere Belästigung zu erkennen ist. Das ist im Grunde genommen auch der Fall. Die blaue Linie, die Sie sehen, das ist die von 2012, die liegt oberhalb der roten Linie von 2011. Allerdings muss man feststellen, dass dieser Unterschied deutlich geringer ist als der eben im Vergleich zu 2005. Und wenn man dann noch schaut, wie es mit den anderen Flughäfen ist, dann stellt man fest, die liegen letztlich zwischen den Frankfurter Kurven für die Fluglärmbelästigung. Das heißt, auch die Fluglärmbelästigung an den anderen Flughäfen ist in den Untersuchungsjahren jetzt 2012 und 2013 höher, als sie 2005 im Rhein-Main-Gebiet war. Es ist also eine Mischung aus sowohl Entwicklung, die im Zuge des Ausbaus erfolgt ist, als auch eine generelle Entwicklung, die wohl zu verzeichnen ist. Wenn man jetzt die Fluglärmbelästigung vergleicht mit der Belästigung durch Schienenlärm und Straßenverkehrslärm, dann stellt man auch einen deutlichen Unterschied fest. Das heißt, der Anteil der durch den Fluglärm belästigten Menschen ist deutlich höher in den einzelnen Dauerschallpegelbereichen als der Anteil der Belästigten durch Straßen- und Schienenlärm. Das ist ein Ergebnis, was wir im Prinzip auch aus der Literatur kennen, dass es diesen Unterschied je nach Lärmquelle gibt und dass er auch so erfolgt, dass der Fluglärm lästiger ist beim gleichen Dauerschallpegel als der Straßen- und Schienenlärm. Dass es so deutlich ist, haben wir jetzt nicht erwartet, ist aber ein Ergebnis, das eben hier in dieser Region festzustellen ist. Wenn man sich jetzt den Anteil der berichteten Schlafstörungen ansieht, dazu muss ich sagen, es ist erfragten Schlafstörungen durch Fluglärm und es ist jetzt nicht zu vergleichen mit den physiologischen Messungen der Schlafqualität, die unsere Kollegen vom DLR durchgeführt haben. Dazu erfahren Sie dann gleich auch noch was. Aber bezogen auf die befragten Schlafstörungen ist festzustellen, dass wenn es um das Durchschlafen in der Nacht geht, 2012 und 2013 die Schlafstörungen, die berichtet werden, geringer sind, als sie 2011 waren. Und es ist zu vermuten, dass dies ein Ergebnis der Einführung der Kernruhezeit von 23 bis 5 Uhr ist. Man muss dann aber auch feststellen, dass so bezogen auf das Einschlafen und bezogen auf das Ausschlafen dieser Rückgang der berichteten Störung nicht festzustellen ist. Es ist eher so, dass bezogen auf das Ausschlafen 2012 und 2013 höhere Störungen berichtet werden als 2011. Bezogen auf die psychische Lebensqualität, die wir erfasst haben, sind jetzt viele Bilder, die Sie sehen, aber auf der linken Seite haben wir bezogen auf verschiedene Lärmpegelklassen den Grad der erreichten psychischen Lebensqualität. Und wir haben dies hier im Frankfurter Raum betrachtet, differenziert danach, ob 2012 es einen Zuwachs an Fluglärm gegeben hat seit Eröffnung der Landebahn, eine im Bereich plus minus 2 dB stabile Situation oder ein Rückgang der Lärmbelästigung, nicht der Lärmbelästigung, sondern der Lärmpegel. Und zu erkennen ist unten in dem linken, bei den roten Säulen, dass gerade in der Gruppe, die einen Zuwachs der Schallbelastung durch Fluglärm erfahren haben, hier die psychische Lebensqualität mit zunehmendem Lärmpegel auch sinkt. Wir haben weiterhin festgestellt, und das ist ein Ergebnis, was man in der rechten Grafik erkennen kann, dass dieser Rückgang in der Lebensqualität vermittelt wird über die erlebte Lärmbelästigung.
was nicht heißt, dass die Geräuschsituation der Dauerschallpegel nicht wirkt, sondern es sagt etwas darüber aus, über welchen Weg die Beeinträchtigung der Lebensqualität erfolgt. Wir haben so ein ähnliches Ergebnis auch bei der bezogen auf die körperliche Lebensqualität, die berichtet wird, dass einen leichter Rückgang mit zunehmendem Lärmpegel vor allen Dingen in der Gruppe festzustellen ist, die einen Zuwachs an Fluglärm erfahren haben. Und auch hier ist es so, dass die Lebensqualität, die berichtet wird, über die Lärmbelästigung vermittelt wird. Allerdings sind hier die Effekte und die Veränderungen insgesamt geringer als bei der psychischen Lebensqualität. Wir haben weiterhin auch untersucht, welche weiteren Einflüsse neben dem Dauerschallpegel auch das Störungs- und Belästigungserleben beeinflussen und können feststellen, dass neben dem Dauerschallpegel, der eine wichtige Größe darstellt, im Prinzip die notwendige Voraussetzung für die berichteten Beeinträchtigungen, dass daneben aber auch die Einstellung zur Lärmquelle einwirkt auf das Belästigungserleben, auch die Einstellung zu oder das Vertrauen zu verantwortlichen Institutionen, dass man sich bemüht um den Lärmschutz in den Wohngebieten, auch das persönliche Lärmbewältigungsvermögen, also wie gut die Menschen den Eindruck haben, dass sie mit dem Fluglärm umgehen können oder auch mit dem Verkehrslärm insgesamt. Die Aussagen gelten für Straßenverkehrslärm und Schienenlärm in gleicher Weise. Und die erlebte Kontrolle über die Lärmsituation hat einen Einfluss dahingehend, dass wenn die Menschen den Eindruck haben, dass sie weniger Kontrolle haben, auch ihr Belästigungserleben höher ist. Die persönliche Lärmempfindlichkeit, das ist eine Persönlichkeitseigenschaft, die unabhängig ist von der Lärmsituation, hat auch einen Einfluss. Aber auch demografische Aspekte wie das Alter. Menschen im mittleren Erwachsenenalter, so 40 bis 60 Jahre, sind stärker belästigt als ältere und jüngere Menschen. Wohndauer, mit zunehmender Wohndauer haben wir eine größere Belästigung. Und auch das Hauseigentum. Das heißt, Menschen, die Immobilienbesitz haben, die ein eigenes Haus besitzen, berichten höhere Belästigung als Menschen, die ein Haus oder eine Wohnung angemietet haben. Das sind die Ergebnisse des ersten Teils zur Belästigung. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Schreckenberg. Weiter geht es mit Herrn Seidler und der Studie zu den Krankheitsrisiken. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Ihnen die Ergebnisse der sekundärdatenbasierten Fallkontrollstudie vorstellen. Sekundärdatenbasiert heißt, dass sich unsere Studie auf die Routinedaten von drei großen gesetzlichen Krankenkassen im Regierungsbezirk Darmstadt und in Rheinhessen stützt. Fallkontrollstudie heißt, dass wir mindestens 40-jährige Fälle, das sind Versicherte mit bestimmten Erkrankungen, verglichen haben mit sogenannten Kontrollpersonen. Das sind Versicherte, die diese bestimmten Erkrankungen nicht aufwiesen. Insgesamt handelt es sich um etwa 1 Million Versicherte, die wir untersucht haben in unserer Studie. Für jede Person erfolgte eine adressbezogene Zuordnung von Fluglärm, Straßenverkehrslärm und Schienenverkehrslärm. Für das Jahr 2005, wir haben untersucht die Erkrankungen an Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzinsuffizienz, auch Herzschwäche genannt, depressiver Störung und Brustkrebs bei Frauen in den Jahren 2006 bis 2010, also nachfolgend auf die Lärmexposition. Insofern handelt es sich nicht, wie heute in der Presse zu lesen war, um Korrelationsanalysen, sondern wir haben mit komplexen statistischen Methoden Risikoschätzer, sogenannte Odds Ratios, berechnet, die den zeitlichen Verlauf von Lärmexposition und Erkrankungsdiagnose berücksichtigt haben. Ich komme zu den Ergebnissen. Wir finden für den Herzinfarkt einen kontinuierlichen Anstieg des Erkrankungsrisikos an einem Herzinfarkt mit Zunahme des Straßenverkehrslärmpegels und des Lärmpegels für den Schienenverkehrslärm. Dargestellt hier durch diese lila Gerade. Der 95% Konfidenzbereich ist schwach
lila jeweils dargestellt. Das ist der Bereich, in dem vereinfacht ausgedrückt mit 95%iger Wahrscheinlichkeit das tatsächliche Risiko liegt, wenn man lediglich den Zufallsfehler berücksichtigt. Beim Fluglärm finden wir keinen positiven Zusammenhang mit dem Dauerschallpegel. Wir haben zusätzlich die Risikoschätzer für die einzelnen Lärmkategorien, für die Pegelklassen untersucht. Und wir sehen hier zwar für den Herzinfarkt einen erhöhten Risikoschätzer von 1,42. Das wären 42% Risikoerhöhung. Aber dieses Ergebnis ist statistisch nicht signifikant. Was Sie daran sehen, dass der 95% Konfidenzbereich hier schwarz dargestellt das Grundrisiko 1 mit einschließt. Allerdings finden wir statistisch signifikant erhöhte Risikoschätzer in dieser höchsten Pegelklasse für den Fluglärm, wenn wir nur die Risiken für einen tödlich verlaufenden Herzinfarkt betrachten. Hier sehen Sie die höchste Pegelklasse über 60 Dezibel Fluglärm gelb schraffiert. Es findet sich ein statistisch signifikant erhöhter Risikoschätzer für 2,7. Die statistische Signifikanz lässt sich ablesen dadurch, dass hier im 95% Konfidenzbereich die 1 nicht enthalten ist. Dies ist das deutlichste Risiko, allerdings bei relativ geringen Fallzahlen. Sie sehen auch bei niedrigeren Pegelklassen teilweise statistisch signifikant erhöhte Risiken. Für den Schlaganfall finden wir ein vergleichbares Bild, statistisch signifikante Risikoerhöhung für den Straßenverkehrslärm und den Schienenverkehrslärm. Ein grenzwertig signifikant sogar negativer Zusammenhang für den Fluglärm. Allerdings müssen wir beim Fluglärm darauf hinweisen, dass offensichtlich die Berücksichtigung der Dauerschallpegel allein das Risiko nicht angemessen widerspiegelt, sondern dass wir auch die nächtlichen Maximalpegel berücksichtigen müssen. Sie sehen hier, dass wenn die Kategorie eines sehr leisen Dauerschallpegels unterhalb von 40 Dezibel, das war unsere Vergleichskategorie, wenn die nochmal aufgesplittet wird und wir diejenigen Personen, die bei diesem sehr leisen Dauerschallpegel einen nächtlichen Maximalpegel von über 50 Dezibel ausgesetzt sind, wenn wir die gesondert anschauen, dann finden wir eine statistisch signifikante Risikoerhöhung für den Schlaganfall um 7%. Bei der Herzinsuffizienz, der Herzschwäche, finden wir für alle drei Verkehrslärmarten einen statistisch signifikanten kontinuierlichen Anstieg des Risikos mit zunehmendem Verkehrslärmpegel. Nun gibt es deutliche Risiken für die untersuchten Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die sich neben dem Sozialstatus auch auf den Tabakkonsum, auf das Gewicht, Alkoholkonsum, Nachtschichtarbeit, Arbeitslärm und körperliche Aktivität beziehen. Und diese überwiegend Lifestyle-Faktoren könnten nun unsere Risikoberechnung für den Verkehrslärm beeinflussen. Es geht uns nicht, wie heute in der Zeitung zu lesen ist, um das Zusammenwirken des Verkehrslärms mit diesen Einflussfaktoren, sondern es geht darum, den Effekt dieser Lebensstilfaktoren herauszurechnen, um zu sehen, verändern sich unsere verkehrslärmbezogenen Risiken. Nun kennen die Krankenkassen diese Lebensstilfaktoren nicht. Wir haben deshalb bei einer Teilgruppe der Versicherten eine vertiefende Befragung durchgeführt, um festzustellen, verändern sich die Risiken, wenn wir diese weiteren Einflussfaktoren berücksichtigen, aus dem Modell herausrechnen. Das zweite Ziel dieser vertiefenden Befragung war, Innenraumpegelergebnisse mit den Außenpegelergebnissen zu vergleichen. Nun war die Teilnahmerate an dieser vertiefenden Befragung sehr gering, mit 5,5%. Wir konnten trotzdem aussagekräftige Ergebnisse daraus ableiten, weil in dieser kleinen Gruppe sich die Ergebnisse für die Herzschwäche insgesamt gut reproduzieren ließen. Und wir konnten feststellen, dass bei der vertiefenden Befragung von etwa 8.500
Versicherten die Berücksichtigung dieser weiteren Einflussfaktoren auf eine Herzschwäche keinen wesentlichen Einfluss auf die Verkehrslärmergebnisse hatte. Insofern spricht dies also für die Aussagekräftigkeit, für die Stabilität unserer Ergebnisse. Weiterhin konnten wir feststellen, dass die Innenraumpegel bedingten Risikoschätzer für die Herzinsuffizienz generell höher lagen als die entsprechenden Risikoschätzer für die Außenpegel. Und dieses Ergebnis spricht grundsätzlich für einen ursächlichen Beitrag der Verkehrslärmexposition zu der Herzinsuffizienzentstehung. Bei der depressiven Episode finden wir einen kontinuierlichen Anstieg des Erkrankungsrisikos mit zunehmendem Straßenverkehrslärmpegel. Beim Fluglärm und beim Schienenverkehrslärm steigt das Risiko auch zunächst bei steigenden Lärmpegeln sehr deutlich an. Wir finden dann aber im Sinne einer umgekehrten U-Kurve wieder absinkende Risiken bei weiter ansteigenden Lärmpegeln. Schließlich können wir beim Brustkrebs keinen Zusammenhang zwischen dem 24-Stunden-Dauerschallpegel der einzelnen Verkehrslärmarten mit der Brustkrebserkrankung feststellen. Allerdings finden wir ein statistisch signifikant erhöhtes Brustkrebsrisiko bei Fluglärmpegeln ab 55 Dezibel in der Nacht zwischen 23 und 5 Uhr. Hier gelb schraffiert dargestellt. Sie sehen ein statistisch signifikant auf etwa das Dreifache erhöhtes Brustkrebsrisiko, allerdings bei relativ geringen Fallzahlen, sodass wir hier eine zurückhaltende Interpretation wichtig finden und weiteren Forschungsbedarf sehen. Insgesamt liegen die von uns gefundenen verkehrslärmbezogenen Erkrankungsrisiken deutlich niedriger als die Risiken für andere bekannte Einflussfaktoren wie etwa Tabakkonsum oder Übergewicht. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass dieser Vergleich nicht statthaft wäre, denn es handelt sich ja beim Tabakkonsum, beim Übergewicht um individuell beeinflussbare Faktoren. Wir müssen sehen, dass Verkehrslärmexpositionen häufig sind und dass auch die untersuchten Herz-Kreislauf-Erkrankungen häufig sind. Insofern kommt selbst den relativ geringen Risikoerhöhungen, die wir gefunden haben, eine bevölkerungsbezogene Bedeutung zu. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Seidler. Es geht weiter mit Herrn Müller und der Schlafstudie. Ja, vielen Dank, Frau Seinsche. Guten Tag, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Gelegenheit, Ihnen die Ergebnisse der Schlafstudie präsentieren zu können. Die Lärmgebiete oder die Untersuchungsgebiete, die wir ausgesucht haben, die sehen Sie im oberen kleinen Bild beschrieben. Die waren die hochbelasteten Gebiete unter den Fluglärmpfaden hier am Frankfurter Flughafen. Wenn Sie genauere Aufstellung haben möchten, finden Sie die auch im Abschlussbericht. Die Methodik, die wir eingesetzt haben, wir haben in drei Sommern gemessen, 2011, 2012 und 2013, Sommer deswegen, weil in der Zeit die höchsten Flugbewegungsanzahlen stattfinden, in der Zeit die Menschen auch mit gekippten oder geöffnetem Fenster schlafen, die Belastung im Schlafzimmer somit am größten ist. Und wir haben in den Jahren 2011, 2012 den sogenannten Goldstandard für die Schlafmessung eingesetzt, die Polysomnographie. Das sehen Sie hier im Bild hier unten. Das bedeutet aber, dass Sie zu den Probanden jeden Abend hinfahren müssen, Sie ungefähr eine Stunde, bevor Sie zu Bett gehen, verkabeln müssen und am nächsten Morgen beim Aufstehen auch wieder bei den Probanden sein müssen, ihnen beim Abkabeln dann auch helfen müssen. Im Jahr 2013 haben wir die sogenannte vegetativmotorische Methode eingesetzt, die etwas einfacher angewendet werden kann, die nicht mehr ganz den Schlaf misst, sondern sie misst Herzfrequenzbeschleunigung und Körperbewegungen, die aber sehr hoch auch mit Aufwachreaktionen dann korreliert sind. Damit können Sie natürlich die Anzahl der Probanden, die Sie untersuchen, auch steigern. In allen drei Jahren haben Befragungen zum Schlaf der vorangegangenen Nacht dann an dem Morgen auch stattgefunden. Wir haben standardisierte Fragebögen eingesetzt
Und ein ganz wichtiger Teil ist, dass wir in allen 3 Jahren auch kontinuierlich am Ohr des Schläfers den Schalldruckpegel und die Geräusche auch selbst gemessen haben. Und Sie sehen hier auch, wird jedes Geräusch wirklich auch ausgewertet und es wird jedes Geräusch auch kommentiert, sodass wir wirklich auch wissen, was am Ohr des Schlafenden in der Nacht dann auch angekommen ist. 2011 haben wir insgesamt 49 Probanden untersucht. Wir haben schlafgesunde Probanden untersucht, einfach vor dem Hintergrund, dass wenn Sie zur Zeit eines Fluglärmereignisses, eines Lärmereignisses sich den Schlaf anschauen, dann wollten wir sicher sein, dass die Effekte, die wir finden, wir wirklich ausschließlich auf den Schlaf zurückführen können und nicht auf irgendeine Krankheit, die auch den Schlaf beeinflusst. Im Jahr 2011 hatten wir die Bettzeitgruppe 1, das heißt eine Gruppe von Probanden, die zwischen 22 und 22.30 Uhr zu Bett gegangen ist und in der Zeit zwischen 6 und 6.30 Uhr aufgestanden ist. Das ist eine Gruppe, wie Sie sehen. Die Kernruhezeit gab es im Jahr 2011 noch nicht, aber die meisten der Probanden, nämlich 42 von diesen 49 Probanden, haben wir auch 2012 untersucht und die haben dann nach Einführung der Kernruhezeit auch in der Zeit, in der sie versucht haben einzuschlafen, Lärm bekommen. Und wir haben dann 2012 eine weitere Gruppe hinzugenommen, die Bettzeitgruppe 2, die um eine Stunde nach hinten verschoben war. Das war also eine Gruppe, die abends bei einem Versuch einzuschlafen nach Einführung der Kernruhezeit keinen Lärm mehr mitbekommen hat, dafür am nächsten Morgen aber dem morgendlichen Fluglärm eine Stunde länger ausgesetzt war. Wir haben dann in 2012 83 Probanden, schlafgesunde Probanden, A3 Nächte untersucht und 187 Probanden im 2013. Sie mögen diese Anzahl an Probanden als relativ gering empfinden, wenn Sie das mit den anderen Teilmodulen vergleichen. Ich sage nochmal, das ist eine experimentelle Studie, wo wir hochgenau sowohl den Lärm als auch den Schlaf gemessen haben. Und die NORA-Schlafstudie ist damit die bisher weltweit größte Feldstudie mit der größten Probandenanzahl, wo halt zur Charakterisierung des Schlafes wirklich diese physiologischen Messmethoden auch eingesetzt werden. Ich komme zu den Ergebnissen der Polysomnographie-Messungen in 2011 und 2012. Und der erste Schritt, den wir uns angucken, ist, wenn wir einen Überflug haben, wenn wir über alle Probanden mitteln, wie wahrscheinlich ist es denn, dass dieser Proband dann aufwacht. Ich bitte, dass Sie hier auf die X-Achse gucken. Hier haben wir den Maximalpegel des Überfluges stehen, am Ohr des Schlafenden, wie wir ihn aufgezeichnet haben. Und wir sehen halt auf der Y-Achse, wie hoch die Aufwachwahrscheinlichkeit ist. Und Sie gehen dann so vor, dass Sie an jedem Ort die Maximalpegelverteilung der Überflüge sich anschauen, innen am Ohr des Schläfers, und dann addieren Sie die Aufwachwahrscheinlichkeiten auf und bekommen so insgesamt die Aufwachhäufigkeiten, die an bestimmten Orten dann auch vorherrschen. Was Sie auf dieser Abbildung sehen, ist, dass sich durch die Einführung der Kernruhezeit die Wahrscheinlichkeit, bei einem Überflug aufzuwachen, nicht verändert hat. Das ist die beiden Kurven sind statistisch nicht unterschiedlich. Und dann haben wir uns natürlich in dem nächsten Schritt, ich habe eben gesagt, Sie addieren das auf, uns angeschaut, was hat denn die Kernruhezeit gebracht, wenn Sie sich insgesamt im Mittel die Aufwachhäufigkeiten angucken. Dann sahen Sie eben, dass durch den Rückgang der Anzahl an nächtlichen Überflügen sich gleichzeitig auch die fluglärmassoziierte Aufwachhäufigkeit pro Nacht für die Bettzeitgruppe 1 im Mittel von 2,0 auf 0,8 verringert hat. Wir haben aber auch gesehen, dass für die Bettzeitgruppe 2, Sie wissen, das war die Gruppe, die um eine Stunde Schlaf verschoben war, in 2012 nach Einführung der Kernruhezeit eine mittlere fluglärmassoziierte Aufwachhäufigkeit, zusätzliche Aufwachhäufigkeit von 1,9 hatte pro Nacht. Das heißt, wenn Sie diese Daten so nehmen, dann können Sie den Schluss ziehen, bei diesen Vorgaben das frühes zu Bett gehen, das heißt, das Ende der Nacht überlappt möglichst wenig mit den verkehrsreichen Zeiten am Morgen, sich protektiv auf den Schlaf auswirkt. Andere Parameter, die Schlafquantität und Qualität beschreiben, das ist zum Beispiel die Gesamtschlafzeit, die Sie sich angucken, die Einschlaflatenz, also die Zeit, die die Menschen benötigen, wenn sie im Bett liegen, bis sie dann wirklich einschlafen, die Schlafeffizienz, das heißt die Zeit, die sie im Bett liegen und wie viel schlafen sie davon insgesamt. Und Sie können auch die Wachperioden nach dem Einschlafen über die gesamte Nacht aufsummieren. Die veränderten sich in beiden Jahren nicht.
Wir haben uns auch noch mal sehr genau angeschaut, den prozentualen Wachanteil ab 4.30 Uhr morgens. Und der war auch in den Jahren 2011 und 2012 statistisch nicht signifikant unterschiedlich. Wir haben uns dann auch noch mal angeschaut, die Probanden haben uns ja an jedem Abend gesagt, wann sie am nächsten Tag dann in den Vorgaben aufstehen wollten. Die Differenz zwischen dem geplanten und tatsächlichen Schlafende, und der lag im Median im Jahr 2011 bei 3,3 Minuten und in 2012 bei 5,4 Minuten in der Bettzeitgruppe 1 und 5,7 Minuten in der Bettzeitgruppe 2. Ein ergänzendes Ergebnis, was wir zur Schlafqualität auch gefunden haben. Wir haben uns angeschaut, gibt es Unterschiede im Schlaf bei Probanden, die den Flughafen eher negativ beurteilen, im Vergleich zu den Probanden, die den Flughafen eher positiv beurteilen. Und wir haben da halt gesehen, dass Probanden, die den Flugverkehr eher negativ bewerteten, auch in beiden Jahren mehr objektive gemessene Schlafstörungen aufweisen. Wichtig ist aber, dass wir anhand dieser Daten nicht entscheiden können, wie die Kausalität des Zusammenhangs ist. Also ob der gestörte Schlaf eine negative Einstellung nach sich zieht oder umgekehrt, ob es umgekehrt der Fall ist. Jetzt zur Übertragung der Expositionswirkungskurven. Sie werden wissen, es gibt hier einen Frankfurter Nachtindex. Und wir haben 2001, 2002 eine große Feldstudie auch am Köln-Bonner Flughafen durchgeführt, der keine Nachtflugbeschränkungen hat, wo sehr viel Flachflieger stattfinden. Und bisher ist diese Kurve im Frankfurter Nachtindex berücksichtigt worden. Und wir haben jetzt natürlich verglichen, was sich geändert hat. Und da muss man sagen, die Schlafquantität und Qualität waren in der Köln-Bonner Studie ohne Kernruhezeit vermindert im Vergleich zum Flughafen im Jahr 2012. Das heißt, die Schlafeffizienz, die Gesamtschlafzeit und Tiefschlafzeit pro Gesamtschlafzeit war in Köln-Bonn statistisch signifikant verringert, die Einschlaflatenz und Fragmentierung statistisch signifikant erhöht. Das heißt, die Expositionswirkungskurve, die 2001, 2002 am Köln-Bonner Flughafen erhoben wurde, unterscheidet sich aus unserer Sicht moderat von der Frankfurter Kurve, aber kann somit nicht sicher auf den Frankfurter Flughafen mit Kernruhezeit übertragen werden, obwohl der Unterschied der Kurven, wie gesagt, moderat ist. Zum Zweiten hat uns neben diesen objektiven Messungen natürlich auch interessiert, wie die Probanden den Schlaf subjektiv bewerten. Das heißt, wir haben morgens mit standardisierten Fragebogen die Einschätzung nach ihrer Einschätzung des Schlafs der vergangenen Nacht gefragt. Und da haben wir halt gesehen, wir haben uns einmal den energieäquivalenten Mittelungspegel der Nacht angesehen, aber auch die Anzahl der Überflüge. Und da haben wir gesehen, dass die Reaktion der Probanden im Jahr 2013, also 2 Jahre nach Einführung der Kernruhezeit, auf die Kurzzeitbelästigung durch den Fluglärm der vergangenen Nacht schon erheblich war. Sie sehen hier einen Vergleich mit der Köln-Bonner Studie und Sie sehen, dass schon bei geringerer Anzahl, bei den geringeren Anzahl an Überflügen eine höhere Belästigung, eine deutlich höhere Belästigung zu sehen ist. Das entspricht natürlich den Ergebnissen auch, die der Herr Schreckenberg im Modul 1 in der Belästigungsstudie gefunden hat. Sie sehen aber auch insgesamt, dass in Frankfurt weniger Überflüge in der Nacht stattfinden, als das in Köln-Bonn 2001, 2002 der Fall war. Dann haben wir auch noch gefragt, wie sich die Probanden subjektiv, wie schläfrig sie sich am nächsten Tag fühlen. Und die Schläfrigkeitsbewertungen lagen in allen 3 Jahren auf einem mittleren Niveau. Aber das subjektive Erleben des Schlafes verschlechterte sich trotz Einführung der Kernruhezeit von 2011 bis 2013 um 5 bis 11%. Das heißt, wir haben weniger Aufwachreaktionen, die Aufwachhäufigkeit hat sich verringert, was wir in den objektiven Daten gesehen haben. Aber wenn wir die Probanden subjektiv fragen, so hat sich das Empfinden leicht verschlechtert. Weiterführende Informationen finden Sie natürlich im Abschlussbericht, der Ihnen auch schon vorliegt, und im NORA-Wissen der Methodik. Und ganz bald, ich gucke da gerade mal in die Richtung von der Lanz, wird das NORA-Wissen auch von den Ergebnissen vorliegen. Und so Sie sie nicht auf einem Stick schon bei sich haben, finden Sie die natürlich auch auf der Internetseite.
Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, an dieser Stelle, ich habe Ihnen gesagt, das ist eine sehr aufwendige Experimentalstudie gewesen, neben all den Kollegen, die involviert waren, möchte ich auch an dieser Stelle allen Versuchspersonen ganz besonders danken für das Interesse, für ihre Geduld und Ausdauer, die sie mitgebracht haben, damit wir die Studie erfolgreich abschließen können. Und Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Müller. Der nächste Redner ist Herr Eickmann, der Leiter der Blutdruckstudie. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Blutdruckmessen kennt jeder und eigentlich ist das eine einfache medizinische Untersuchung. Die Fragestellung ist eigentlich auch klar. Jeder weiß, dass chronischer Lärm auch zu einer Stress, dass akuter Lärm zu einer Stressreaktion führen kann. Und da haben wir eine Katecholaminausschüttung, wir haben eine Aktivierung des ganzen neurologischen Systems. Wir haben damit auch verbunden eine Herz- und Atemfrequenzsteigerung. Und damit ist natürlich die Frage, führt wiederholte Lärmbelästigung oder chronische Lärmbelästigung oder chronische Lärmbelastung dazu, dass auch der Blutdruck auf Dauer erhöht wird? Also eine ganz einfache, simple Fragestellung, die wir hier bearbeitet haben. Wir haben, um jetzt mal kurz noch einige Anmerkungen zum Studiendesign und zur Erhebung zu sagen, von Juli 2012 bis Juni 2014 diese Untersuchung durchgeführt. Studienteilnehmer waren freiwillige Erwachsene beiderlei Geschlechts aus der Rhein-Main-Region. Insgesamt haben wir 844 Probanden ausgewertet. Die Exposition, und das ist ganz wichtig, war adressgenau. Das heißt, wir haben eine adressgenaue, personenbezogene Lärmbelastungsexpositionsangabe gehabt, sowohl für den Luftverkehr wie den Schienenverkehr und den Straßenverkehrsgeräusche. Das ist sehr wichtig, das ist sonst üblicherweise nicht der Fall, wenn solche Untersuchungen durchgeführt werden. Unsere medizinischen, physiologischen Endpunkte war die Systole, also der obere Blutdruckwert, die Diastole, der untere Blutdruckwert, die Herzfrequenz, die Blutdruckamplitude und dann auch noch den sogenannten ProChem-Score, der macht eine Aussage über das 10-Jahres-Herzinfarktrisiko. Und zwar, und jetzt kommt es auch noch wieder zu einem wichtigen Punkt, diese Daten wurden in dreiwöchiger Selbstmessung ermittelt. Und zwar war das so, dass wir diese Blutdruckmessgeräte den Probanden nach Hause geliefert haben. Dort wurden die Probanden entsprechend geschult in dem Umgang mit den Geräten, in der Blutdruckselbstmessung. Und diese Daten wurden dann telemedizinisch übertragen, sodass also keine Verzerrung noch durch andere Einflüsse vor Ort eintreten konnten. Aber wir haben zusätzlich die Probanden auch noch ein Messprotokoll führen lassen, sodass wir nachher dann auch noch abgleichen konnten, ist das, was wir telemedizinisch erfasst haben, auch tatsächlich identisch mit dem, was protokolliert worden ist, also eine zusätzliche Qualitätssicherung in diesem Zusammenhang. Wir haben dann natürlich bei den Hausbesuchen die Probanden auch sehr intensiv noch befragt über einen entsprechenden Fragebogen zu allgemeinen Grunderkrankungen, die natürlich auch den Blutdruck mit beeinflussen können. Insbesondere auch die Medikamenteneinnahme in den letzten 7 Tagen, ganz wichtig. Wir haben durch die Analyse der Medikamentenangabe auch noch bestimmte Erkrankungen dann aufdecken können, die so primär nicht angegeben worden waren, soziodemografische Faktoren, der Lebensstil, Körpermaße und natürlich auch die individuelle Lärmempfindlichkeit. Ich muss noch mal wiederholen, dass die Fragestellung zwar relativ simpel ist, aber dass der methodische Aufwand immens war. Das muss man einfach mal deutlich sagen. Da ist eine große Anzahl von Messdaten angefallen. Wir haben intensiv die Probanden schulen müssen, was nicht immer ganz einfach war. Und wir haben natürlich auch dann einen sehr, sehr großen Datenpool bekommen, der natürlich dann auch die Aussagekräftigkeit unserer Fragestellung nochmal verbessert hat. Bilder sagen manchmal mehr als 1000 Worte. Das ist hier eine grafische Darstellung der Luftverkehrsgeräusche in Abhängigkeit von den mittleren Blutdruckwerten. Von links gesehen, da ist die niedrigste Blutdruckklasse, die niedrigste Lärmklasse unter 35 dB bis hin ansteigend 55 bis 60 dB. Sie sehen, wir haben also von links nach rechts einen Anstieg der Lärmbelastung in 5 dB Schritten, 5 dB Pegelklassen. Sie sehen aber auch, dass sich der mittlere Blutdruck, das ist jeweils der mittlere systolische Blutdruck, sich nicht ändert. Es geht nicht mit nach oben.
Wir sehen zwar Unterschiede, Rot sind die Frauen, Blut sind die Männer, geschlechtsbedingte Unterschiede, aber wir sehen keine Abhängigkeit jetzt von den Lärmbelastungen. Das ist, glaube ich, das wichtigste Ergebnis. Es zeigt sich, dass dieses in gleicher Art und Weise auch bei den Straßenverkehrsgeräuschen so darstellbar ist, auch bei den Schienenverkehrsgeräuschen. Und diese Ergebnisse sind natürlich statistisch nicht signifikant und sie sind natürlich auch medizinisch nicht relevant. Das muss man auch nochmal deutlich sagen. Die Ergebnisse nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben positive, aber schwache Zusammenhänge, nochmal unterstrichen, nicht statistisch signifikant, nicht medizinisch relevant. Wir haben dann nochmal bei der zweiten Untersuchungs- und Beobachtungsperiode keine Hinweise auf bedeutsame Änderungen bei den Blutdruckmesswerten, bei dem Luftverkehrsgeräusch gefunden. Und auch bei der Wiederholung der Querschnittsanalyse haben wir eigentlich auch keine systematischen Unterschiede gefunden, sodass man das sagen kann, von der Qualitätssicherung ist das noch mal eine Unterschreibung und da deutlich machen, dass hier sehr sauber und sehr umfangreich gearbeitet worden ist. Die primären Risikofaktoren wie Geschlecht, Hypertonie, Wohndauer, Alter sowie Lärmempfindlichkeit zeigen manchmal Auffälligkeiten, aber sehr unsystematisch, auch immer deutlich unterhalb der Signifikanzschwelle, geben aber doch Hinweise darauf, dass man in weiteren Studien spezifisch sich mit diesen Faktoren vielleicht noch einmal auseinandersetzen sollte. Man kann sagen, dass diese Untersuchungen, diese Ergebnisse teilweise mit Voruntersuchungsergebnissen übereinstimmen, teilweise liegen andere Voruntersuchungsergebnisse vor. Man muss aber sagen, dass die Vergleichbarkeit zu anderen Studien eigentlich nicht gegeben ist oder nur sehr eingeschränkt gegeben sind, weil a, dieser immense Aufwand, den wir durch die Selbstmessung vor Ort 3 Wochen gemacht haben, sonst in keiner anderen Studie so gewählt worden ist, weltweit nicht. Wir haben auch, und das ist auch ganz wichtig, die individuelle Zuordnung der Lärmexposition, auch das ist in der Regel nicht vorhanden. Und damit haben wir natürlich von dieser Seite aus eine sehr viel größere Aussagekraft als alle bisherigen Studien. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, weil wir sind uns natürlich über die Brisanz dieser Ergebnisse in der Öffentlichkeit im Klaren. Aber ich muss sagen, von der Methodik, von der Durchführung und auch von den Ergebnissen her stehen wir voll und ganz hinter diesen Ergebnissen. Das Ganze nochmal jetzt in der Übersicht, so wie ich es im Einzelnen vorgetragen habe. Das war es aber auch schon. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Alkmann. Das waren die wissenschaftlichen Leiter der NORA-Studie. Es geht weiter mit Herrn Hoffmann als Vertreter des Wissenschaftlichen Beirats Qualitätssicherung. Bin ich schon zu hören? Ja. Ja. Also ich habe ja, wie ich gerade gehört habe, mit der NORA-Studie nichts zu tun. Das kann ich nicht ganz bestätigen, weil das doch sehr aufwendig war. Und man sollte vielleicht zu Anfang sagen, ich spreche für den Wissenschaftlichen Beirat Qualitätssicherung, den es seit 2011 gibt. Wir sind kein Gutachtergremium, sondern wir sind ein Beratungsgremium und wir waren intensiv in alle Schritte nach dem Design. Im Design selber waren wir noch nicht beteiligt, aber in alle anderen Schritte, Datensammlung, Interpretation, Auswertung, da waren wir beratend dabei und teilweise auch sehr aktiv. Wir sind insgesamt 9 Wissenschaftler, die dort einberufen worden sind, aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Alle Fachgebiete sind abgedeckt. Wir sind, glaube ich, aus 3 verschiedenen Ländern auch, also auch international besetzt, haben uns 18 Mal zu Sitzungen getroffen, die überwiegend ganztägig waren. Und daneben gab es noch weitere Treffen von Teilgruppen zu Teilthemen. Also eine intensive Betreuung und Befassung mit den Themen. Ich würde mal sagen, so ein paar Stichworte, was wir getan haben, ist, wir haben konkrete Probleme, die im Bereich der Implementation, also das heißt ins Feldbringung von diesen Studien bestanden. Wie kommen wir an die Probanden dran? Wie ist zu interpretieren? Wer mitmacht? Wer macht nicht mit? Gibt es dort Verzerrungsquellen durch mangelnde Teilnahme von bestimmten Gruppen innerhalb der Studien? Solche Fragen haben wir auf methodischer Ebene diskutiert und haben da auch durchaus kontroverse Themen gehabt. Wir waren auch mit dem Konsortium
über weite Strecken nicht immer einig. Ich muss aber sagen, dass das gegen Ende der Studie sich sehr gut zusammengefunden hat und dass es inzwischen keine grundsätzlichen Unterschiede mehr gibt zwischen den Ansichten des Wissenschaftlichen Beirates und dem Konsortium selber. Das heißt, die Berichte, die Sie jetzt sehen, sind abgestimmt und finden auch die Unterstützung der Beiratsmitglieder. Wir haben insgesamt in diesem Zusammenhang auf unterschiedlichen Ebenen Berichte bekommen und auch eben teilweise mit redigiert und dazu Kommentare abgegeben, die in mehreren Versionen dann dazu geführt haben, dass die Berichte jetzt vorliegen, die Sie auch sehen. Dazu muss man sagen, insgesamt, das sind diese viel zitierten 2500 Seiten. Wenn Sie die verschiedenen Versionen noch mitzählen, dann sind das noch ein paar mehr sogar. Und wir haben dort sozusagen alles gelesen und auch alles kommentiert und teilweise mehrfach. Das heißt, insofern stimmt das mit dem nicht so ganz beteiligt, nicht ganz. Was stimmt ist, dass wir in keiner Weise abhängig sind oder irgendwie davon profitiert oder Nachteile gehabt haben, weil es keine Verbindung zu diesem Konsortium oder zu Mitgliedern des Konsortiums gibt. Wir sind also nicht unbeteiligt, aber unabhängig. Und das ist so ein bisschen das Besondere an dieser Studie. So etwas gibt es sonst nicht in Studien so. Ich war schon natürlich in anderen Beiräten von anderen Themen auch, aber diese intensive Einbringung von unseren wissenschaftlichen Expertisen und Erfahrungen ist in der NORA-Studie schon ungewöhnlich. Man muss aber auch sagen, dass es auch nötig war, weil wir natürlich ein Großprojekt haben. Ich habe noch mal ein paar Punkte hier, die mir gestern Abend noch mal eingefallen sind, als sozusagen, was waren eigentlich so im Nachhinein die wirklich großen Herausforderungen. Dazu gehört eben einfach diese Vielzahl von Kollegen, die daran beteiligt sein musste, weil es einfach Themen gibt, die normalerweise nicht so viel miteinander zu tun haben. Also wenn Sie sich vorstellen, der Akustiker, dessen hauptsächliches Lebensziel es ist, zu sagen, wie viele Dezibel an irgendeiner Fassade existieren, der muss jetzt plötzlich mit den Leuten reden, die dahinter wohnen und versichert sind. Und die Krankenkasse hat das erste Mal in ihrer Geschichte die Aufgabe, sozusagen die Gesundheitsschäden durch Schallbelastung irgendwie zu verwursten. Da muss man Briefe schreiben, das konnten die nicht. Da muss man auch die Briefe wieder entgegennehmen, wenn dann Probanden sich zurückmelden. Das konnten die auch nicht. Und so hatten wir also erhebliche Herausforderungen. Und viele sind über sich hinausgewachsen, was eben bei so einer großen Studie auch notwendig ist und was auch erklärt, wieso es das bisher noch nicht gab. Also das viele Geld, was diese Studie gekostet hat, war notwendig. Es ist aus meiner Sicht gut angelegt. Natürlich im Nachhinein ist man etwas schlauer und einige Sachen hätten noch perfekter sein können, aber ich würde denken, im Vergleich zu anderen Großprojekten war das Geld besonders gut angelegt. Und wir sind eben heute tatsächlich auf einem schlaueren Stand als vor 5 Jahren. Und das ist bei großen Studien nicht immer so. Da ist die Qualität und die Transparenz ganz entscheidend. Und das können Sie eben auch selber in Anspruch nehmen, indem Sie ihm jetzt die Fragen gleich alle stellen, die auch ins Eingemachte gehen, die das Futter dafür, diese Fragen zu stellen, haben wir selber in Kooperation mit dem Konsortium produziert. Es gibt also nicht nur die Abschlussberichte, die Sie ab heute Nachmittag im Internet im Einzelnen lesen können, was aber schwer ist, weil es, wie gesagt, so lang ist. Es gibt zu jedem einzelnen Teil eine Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirates, die ebenfalls für Sie verfügbar ist. Und es gibt da nochmal etwas verdichtet und natürlich auch nicht in allen Fällen mit dem gleichen wissenschaftlichen Anspruch, die NORA-Wissen-Bände, die zu jedem Aspekt entstanden sind und wo auch der Wissenschaftliche Beirat teilweise da sogar besonders kontrovers daran teilgenommen hat. Weil wir haben natürlich immer ein Problem mit Verflachung, Vereinfachung von in Wirklichkeit komplizierteren Dingen. Denken Sie nur an das Stichwort statistische Signifikanz. Der Epidemiologe nimmt das als ein wichtiges Kriterium, aber natürlich niemals als Kriterium dafür, ob etwas wichtig ist oder nicht. Statistische Signifikanz hat was mit Zufall zu tun, hat aber nichts damit zu tun, ob dort Biologie stattfindet oder nicht. Das sind also diese Themen, die Sie sich denken können. Repräsentativität ist ein großes Thema, über das wir gesprochen haben. Welche Studie kann denn jetzt mit welcher Einschränkung über die Gesamtbevölkerung eine Aussage machen? Auch das können wir gerne gleich noch vertiefen. Ein großes Thema. Wir haben verschiedene wissenschaftlich zulässige Methoden verwendet, um das einzugrenzen, also um zu gucken, ob wir hier tatsächlich eine aussagefähige Studie für die Gesamtbevölkerung haben und welchen Teilen das so ist. Und das ist sozusagen das, was jetzt vor Ihnen liegt. Und ich denke, das wird nicht mit dem heutigen Tag zu Ende sein. Die große Chance, die in diesem großen Datenschatz jetzt liegt, ist, dass wir wirklich in der Diskussion ein Stück weit an einen Punkt kommen, wo manche Sachen klar sind.
Viele Sachen sind immer noch nicht klar und darüber muss natürlich auch diskutiert werden. Und manche Sachen werden unterschiedlich bewertet. Auch darüber muss diskutiert werden. Das kann der wissenschaftliche Beirat, das kann das Konsortium für Sie nicht tun. Aber die Frage, ob es gesundheitliche Schäden gibt, ob es gesundheitliche Risiken gibt, die ist geklärt. Es gibt welche. Und die Frage, wie groß die in ungefähr sind oder wie viel größer sie aber nicht sind, das ist auch geklärt. Hier fällt nicht jeder Zweite vom Fluglärm tot um. Es ist aber auch nicht so, dass alles nur im Auge des Betrachters oder im Ohr des Betroffenen liegt, sondern es gibt objektive, repräsentative Ergebnisse. Und das ist etwas, was so ein Konsortium schaffen kann. Und ich möchte an Sie appellieren, das darf ich auch, weil ich ja nicht an der NORA-Studie beteiligt bin, nutzen Sie bitte diesen Datenschatz mittelfristig und nicht nur kurzfristig. Weil wir haben hier eine Diskussion, die wird uns nicht verlassen. Der Flughafen in Frankfurt, aber auch die Flughäfen an den anderen Standorten sind wichtige Betriebe, die dort nicht ohne Bedacht in Frage gestellt werden sollten, die aber andererseits natürlich auch verpflichtet sind, das Maximum für den bevölkerungsbezogenen Gesundheitsschutz zu tun. Und da gibt es noch einige Hausaufgaben. Das gilt nicht nur, aber auch für den Fluglärm. Es gilt auch, und das haben wir in dieser Studie sehr deutlich gesehen, für den Schienenlärm. Da ist vernachlässigt worden, für den Schallschutz mehr zu tun. Das muss sich dringend ändern. Und es gilt eben auch für den Straßenlärm. Das heißt, wir haben eine umfassende Betrachtung gemacht. Der Frankfurter Flughafen ist eines der Themen, die wir auch in Zukunft noch bearbeiten müssen. Und da brauchen wir die Medien und eine sachliche Auseinandersetzung. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Das letzte Wort geht an Herrn Werner als Vorstand des Forums Flughafen und Region. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Vorfeld dieser NORA-Studie gab es ja viele Vermutungen, Befürchtungen, Sorgen. Manche hatten auch gewisse Hoffnungen, dass man damit alles Mögliche begründen könnte. Mir geht es zunächst erstmal als eines der drei Vorstände des Frankfurter Forums Flughafen und Regionen jetzt darum, den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu danken, dem wissenschaftlichen Beirat zu danken, aber auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Sie haben gehört, in welcher großen Anzahl die teilgenommen haben, den Krankenkassen und natürlich auch den Finanzierern. Dann auch an der Stelle gab es nicht automatisch großartige Zustimmung, dass man jetzt diese Studie genau machen sollte. Ich glaube, es hat sich gezeigt und Sie haben es jetzt gehört auch, NORA ist ein Meilenstein der Lärmwirkungsforschung. Viele Zusammenhänge, die Sie heute hier gehört haben und die insgesamt natürlich viel umfangreicher in diesen Berichten dargestellt sind, wurden in der hier realisierten Breite und Tiefe vorher nicht untersucht. Sie haben auch gehört, und das ist wichtig, dass die Ergebnisse durch das einstimmige Votum des wissenschaftlichen Beirats qualitätsgesichert sind. Das ist ganz wichtig. Wir haben das fortwährend durchgeführt. Und ich glaube, auch das spricht erstmal für die Qualität dieser Studie. Jetzt könnte man zunächst erstmal natürlich ein paar erste vorsichtige Schlüsse ziehen. So finde ich es zunächst erstmal beruhigend, dass viele von diesen befürchteten schwerwiegenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen offensichtlich durch Flugverkehr nicht nachgewiesen werden konnten. Das ist sicherlich etwas Gutes. Aber, und das müssen wir auch gleichzeitig sehen, es gibt eben Beeinträchtigungen der Lebensqualität und es gibt eben auch weitere Wirkungen und zum Beispiel auch das Thema Belästigung. Und das zeigt sich, dass das für Fluglärm, und darauf möchte ich mich hier konzentrieren, ein wichtiges Thema ist, aber selbstverständlich auch bei anderen Verkehrslärmen mit Berücksichtigung finden muss. Insgesamt schafft diese Studie in vielen Dingen Klarheit. Gleichzeitig appelliere ich aber sozusagen ganz massiv heute hier und auch darüber hinaus an alle Interessierten, ob das nun Politikerinnen und Politiker sind, Bürger, Luftfahrtbefürworter und Gegner, mit diesen hochkomplexen Ergebnissen nicht allzu leichtfertig umzugehen und innerhalb von wenigen Tagen sozusagen die endgültige Meinung darüber zu haben. Wer das macht, ist aus meiner Sicht, kann gar nicht seriös sein, weil es viel zu umfangreich ist, als dass man da innerhalb einer kurzen Zeit ein endgültiges Urteil haben kann. Wir haben über 2500 Seiten Ergebnisberichte und wir müssen das auch im Forum Flughafen und Region hinsichtlich der Konsequenzen für uns bewerten. Für mich persönlich ist zum Beispiel dieses Thema, dass Belästigung offensichtlich ein zentraler Parameter ist, nämlich ein Parameter, der tatsächlich diese Abhängigkeit zwischen Fluglärm und Wirkung beim Menschen offensichtlich eine starke Abhängigkeit hat. Ein weiterer Grund dafür, dass ich glaube, dass es richtig ist,
genau die Belästigung auch als Index zu benutzen, im Fluglärmindex eben als Parameter zu nutzen. Es macht keinen Sinn, einen Parameter zu nutzen, der keine Abhängigkeit vom Fluglärm hat. Also die Belästigung zeigt diese Abhängigkeit. Und deshalb bleibe ich auch bei meiner persönlichen Auffassung, dass der Fluglärmindex für Frankfurt das richtige Instrument ist, zum Beispiel auch, um den Lärm in Zukunft nach oben zu begrenzen, also die Lärmobergrenze. Denn das ist offensichtlich der wirkungsvollste Parameter, jedenfalls nach der ersten Analyse, die ich auch machen konnte, indem ich ja von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern schon vorab informiert wurde. Noch einmal, zentrale Aussage, ganz wichtige Studie, umfangreichste Studie dieser Art, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz unterschiedlichen Fachgebieten beteiligt und der sorgsame Umgang mit den Ergebnissen ist jetzt die Verpflichtung von all denjenigen, die seriös mit diesem Thema weiterarbeiten wollen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Wörner. Sie finden alle Informationen, die Ergebnisse zusammengefasst, nochmal in den NORA-Wissenheften draußen im Foyer. Sie können sie sich runterladen auf der Seite www.lärmstudie.de und Sie können natürlich jetzt Fragen stellen, bitte. Sagen Sie uns bitte, wer Sie sind und für wen Sie arbeiten. Von der Ärztezeitung. Professor Hoffmann hat ja eben das Geld angesprochen, die Teuer-Radig-Studie. 10 Millionen Euro. Da kommt ein Mikrofon, vielleicht können Sie das weitergeben einfach. Dann können wir Sie besser verstehen. Stellen Sie sich bitte auch vor. Ja, Dieter Schneeberger vom EPD. Sie hatten natürlich gesagt, dass ganz, ganz wenn viele, Sie ins Mikrofon reinsprechen, dass ganz viele Menschen auch beteiligt waren in der Studie. Können Sie sagen, wie viele Forscher da beteiligt waren? Oh, hat das jemand gezählt? Herr Lanz, Herr Schreckenberg? Über 100. Also wir hatten 9 Forschungsinstitute insgesamt, die in dem NORA-Konsortium beteiligt waren. Die Namen finden Sie jetzt alle mit den Logos hier auf dieser letzten Folie. Können Sie sicher auch der Einfachheit halber dann nochmal im Internet nachlesen, da ist das alles geschrieben. Und der Herr Hoffmann ist ja darauf eingegangen, wir hatten in dem WBQ in der Qualitätssicherung Wissenschaftler verschiedenster Disziplinen aus 3 Ländern, also aus Deutschland, der Schweiz und aus den Niederlanden. Gibt es weitere Fragen? Hier vorne einmal. Entschuldigung, ich glaube, die Dame war vor Ihnen dran. Was war denn die größte? Stellen Sie sich bitte auf. Jutta Rippegarter, Frankfurter Rundschau. Was war denn die größte Überraschung, die Sie heute, also bei der Studie festgestellt haben? Und wo meinen Sie, ist dringender Handlungsbedarf? Wo sollte man jetzt weiter ansetzen, sowohl wissenschaftlich als auch ja, in der Politik? Und dieses Aufwacherlebnis 5 Uhr morgens, das müsste doch eigentlich auch ja jetzt nicht unbedingt gesund sein. Vielleicht kann man dazu noch was sagen. Herzlichen Dank. Vielleicht Herr Schreckenberg oder wer möchte von Ihnen antworten? Also das kann natürlich jetzt individuell bei uns unterschiedlich sein, weil wir sehr viele Ergebnisse haben, was überraschend und wichtig ist. Für mich war schon auch überraschend der deutliche Unterschied in der Belästigung im Vergleich zu 2005. Also wir hatten zwar schon angenommen, dass es ansteigen kann, vor allen Dingen nach Eröffnung der Landebahn, aber dass es in dem Maße höher geworden ist und auch an anderen Flughäfen bei gleichem Lärmpegel, muss man dazu sagen, also bei gleichem Dauerschallpegel einfach der Anteil der Menschen, die hoch belästigt sind, deutlich höher ist als 2005, sowohl in Frankfurt als auch an den anderen Vergleichsflughäfen. Dieser Aspekt hat mich auch überrascht in der Größenordnung. Was wichtig ist, wo man auch weiter nachschauen sollte, ist, dass wir korrespondierende Ergebnisse haben, auch zwischen den einzelnen Teilstudien, dahingehend, dass wir festgestellt haben, dass die Lärmbelästigung mit der psychischen Gesundheit zusammenhängt. Dazu gehört als Teilaspekt auch depressive Aspekte, also Depressionen. Und dass dann die Kollegen von der Fallkontrollstudie, Professor Seidler und sein Team, gefunden haben, dass es eben eine Erkrankungsrisikoerhöhung bei der Depression gibt. Das lässt uns schon aufhorchen, und weil Depression ein Aspekt ist, der so in dem Maße in den letzten Jahren oder meines Wissens auch ansonsten kaum berücksichtigt wurde im Lärmbereich. Und da denke ich, dass man da in Zukunft dem auch mehr Aufmerksamkeit schenken sollte, weil
Wenn wir sagen Depression, dann reden wir von einer Erkrankung. Also die Mediziner sagen unipolare depressive Episoden, das ist eine Erkrankung und die man auch ernst nehmen muss. Das hat mich schon auch überrascht. Und da denke ich, da müsste man auch weiter schauen in Zukunft. Ich weiß nicht, die Kollegen noch. Also ich sehe das natürlich genauso. Was man noch ergänzen muss, ist, die Herzinsuffizienz, die Herzschwäche war ja aus der Forschung in dieser Form auch noch nicht so bekannt. Die Ergebnisse sind extrem konsistent, das heißt, alles passt zusammen. Wir sind davon überzeugt, dass hier ein gesundheitlicher Effekt existiert und das ist nicht von Pappe. Also Herzinsuffizienz ist eine schwere Erkrankung mit einer hohen Mortalität, also mit einer hohen Sterblichkeit. Wir sehen ja auch, dass es gerade bei den Menschen, die gestorben sind im Studienzeitraum, und das wissen wir ja sehr genau aus der Krankenkassendatenstudie, weil die Krankenkassen wissen genau, wer gestorben ist, das werden sie mir glauben. Die sollen ja möglichst nichts mehr abrechnen, dass da noch höher ist, das Risiko. Das gilt auch für andere Erkrankungen, was dazu beiträgt, dass wir hier nirgendwo die Risiken überschätzt haben, sondern eher unterschätzt. Das machen wir in der Wissenschaft allerdings immer so, weil wir nämlich sicher sein wollen mit dem, was wir sagen. Und das ist wichtig, dass wir das im Kopf behalten, diese beiden Aspekte, nämlich einerseits die Depression und zum anderen die Herzschwäche, beides Dinge, die natürlich auch in der Bedeutung wichtiger werden im demografischen Wandel, wo es einfach mehr Menschen gibt, die auch andere Risikofaktoren für diese Erkrankungen mehr haben. Also damit müssen wir uns beschäftigen. Das ist eine Aufgabe, die aber nicht unerwartet ist. Also dass eine solche große Maßnahme wie ein internationaler Flughafen keinerlei Auswirkungen auf die Umgebung haben würde, das haben wir alle nicht vermutet. Es geht hier darum, wie groß sind die und was kann man dafür tun, dass möglichst wenig Schäden in der Bevölkerung eben auftreten. Herzlichen Dank. Herr Seidler wollte auch noch was sagen. Wenn ich für die Studie zu den Krankheitsrisiken ergänzen darf oder erstmal unterstreichen, dass tatsächlich der Befund, dass bei der Herzschwäche sich für alle drei Verkehrslärmarten kontinuierliche Risikoanstiege fanden, durchaus eine gewisse Überraschung darstellte. Wenn man auch sagen muss, dass dieser Anstieg beim Fluglärm etwas geringer ausgefallen ist als bei den beiden anderen Verkehrslärmarten. Was ich darüber hinaus überraschend finde, ist, dass beim Herzinfarkt sich doch ein deutlicher Unterschied findet zwischen den Risiken, wenn wir uns die Gesamtgruppe anschauen, und den Risiken für einen tödlich verlaufenden Herzinfarkt. Man muss dazu sagen, wir wissen nicht, woran die Personen, die Versicherten, gestorben sind, sondern wir wissen nur, dass die Herzinfarktdiagnose zwischen 2006 und 2010 erfolgt ist und dass dann 2014, 2015 diese Personen verstorben waren. Sicherlich ein hoher Teil auch an dem Herzinfarkt, das wissen wir aber nicht genau. Aber dass da bei diesen Verstorbenen die Risiken höher sind, das lässt uns daran denken, dass der Verkehrslärm möglicherweise nicht nur die Entstehung der Erkrankung, sondern auch den Verlauf beeinflusst. Und vielleicht ein letztes zu Ihrer Frage nach dem Aufwacherlebnis. Gerade da finden wir tatsächlich beim Fluglärm, wo wir uns ja die Nachtscheiben sehr genau angeschaut haben, finden wir da einen statistisch signifikanten Zusammenhang zu der Gesamtgruppe der Herzinfarkte in der Einzelstunde 5 bis 6 Uhr. Vielen Dank. Da haben wir noch eine weitere Frage. Klaus Rehnig, Frankfurt. Herr Dr. Müller, Sagen Sie uns ganz kurz, für welches Medium Sie arbeiten? Für welches Medium Sie Fachpresse. Arbeiten? Medizinische Fachpresse. Herr Dr. Müller, Sie schneiden an, dass der Nachtindex so nicht mehr verwendet werden soll, wie er bisher verwendet wurde, aufgrund der DLR-Studie 2001. Herr Professor Wörner sprach an, dass der Frankfurter Fluglärmindex möglicherweise aufgrund der Erkenntnisse von Herrn Schreckenberg neu berechnet werden muss. Ist das erfolgt? Haben Sie die Auswirkungen schon kalkuliert, die sich aus Ihren neuen Studienlagen ergeben? Die zweite Frage an Herrn Schreckenberg. Ich habe in den Charts, die Sie aufgezeigt haben, nicht die Verteilung nach Postleitzonen gefunden. Und ich würde gerne wissen, wie Ihre
Ihr Panel oder Ihre Studienteilnehmer sich auf die Fluglärmzone 1 und 2 verteilt. Und mich interessiert bei Herrn Seidler, ob, Sie haben ja nur GKV-Patienten in Ihrer Studie, 90% sind GKV-versichert, 10% sind privatversichert. Haben Sie verprobt mit dem Privatversicherten, welchen Effekt das hat? Vielen Dank. Sie können das mit genau dahinter. Ja, wollen Sie hier anfangen, Herr Schreckenberg? Oder Herr Bauer? Ich kann ja kurz was zu dem zum Index sagen. Also noch einmal. Der Fluglärmindex, wie er bisher besteht, basiert auf der Belästigung. Und das sehe ich zunächst erstmal nach ersten Kenntnisnahmen der Ergebnisse als einen guten Parameter, um das zu machen. Das ist erstmal die entscheidende Aussage. Das Zweite, was wir immer gesagt haben, ist, dass wir nach der NORA-Studie gucken müssen, ob wir die Abhängigkeit Fluglärm, Dauerpegel versus Belästigung, ob wir die anpassen müssen. Und es scheint so zu sein, oder es ist jedenfalls auch, nachdem Sie, was Sie heute gehört haben, dass wir das anpassen müssen. Und danach wird die Anzahl der Hochbelästigten im Betrachtungsraum ansteigen. Das ist alles. Macht keine Änderung bezüglich der Logik des Fluglärmindexes. Es macht keine Änderung bezüglich der Festlegung der Lärmobergrenze. Das bleibt alles erhalten. Lediglich die Funktion, die Abhängigkeit zwischen Lärm und Belästigung, die muss jetzt angepasst werden. Vielen Dank. Herr Schreckenberg. Ja, also die Frage nach der Postleitzahl können wir jetzt im Nachhinein nicht beantworten. Das ist auch bewusst so gewählt worden, dass wir Aussagen machen wollten, bezogen auf die Dezibelzahl. Das heißt, unsere Hauptergebnisse beziehen sich auf den Dauerschallpegel. Wir haben darüber hinaus in den Berichten auch Informationen über die Effekte von Maximalpegeln. Und wir haben bewusst eben dieses Vorgehen gewählt, um eine gewisse Verallgemeinerbarkeit, aber auch Vergleichbarkeit beispielsweise zwischen den Flughäfen hinzubekommen, dass wir alle Aussagen zu Belästigung und zu den Störungen auf die Dezibelwerte bezogen haben und nicht auf konkrete einzelne Gebiete. Das heißt auch, dass wir keine Informationen oder keine Auswertung vorgenommen haben, eben auf Gemeinde bezogen oder auf Postleitzahlen, aber eben auch keine bezogen auf die Zonen 1 und 2. Auch darauf bezogen haben wir keine Aussagen gemacht. Das müsste man, aber ich denke auch, dass es möglich ist, dass man das ableiten kann aus den Dezibelwerten. Sie kennen dann ja die Tageszonen, welche Konturen die umfassen und können dann halt auch eine Abschätzung machen, welchen Anteil von Hochbelästigten Sie in den einzelnen Zonen haben. Wir haben das aber jetzt nicht für diese Zonen hochgerechnet. Vielen Dank, Herr Schreckenberg. Herr Seidler, möchten Sie auf die Frage zu den Krankenkassen eingehen? Ja, wir haben uns intensiv darum bemüht, auch private Krankenversicherungen zu beteiligen. Das war nicht möglich. Privatkrankenversicherte unterscheiden sich wesentlich im Sozialstatus. Deshalb haben wir da sehr genau hingeschaut und haben zum einen die Informationen, die die Krankenkassen haben zum Sozialstatus, zum Beruf, zur Bildung, ausgewertet, dafür die Ergebnisse korrigiert. Wir haben Krankenversicherungen mit sehr unterschiedlicher Sozialstruktur. Das haben wir auch im Abschlussbericht dargestellt. Und wir haben diese Krankenkassen auch gesondert analysiert, die Ergebnisse dargestellt, um festzustellen, unterscheiden sich die Krankenkassen mit sehr unterschiedlichen Sozialstrukturen in ihren Ergebnissen. Da konnten wir keine Unterschiede feststellen. Wir finden also prinzipiell die gleichen Ergebnisse auch bei sehr unterschiedlichen Krankenversicherungen, sodass wir denken, diese Ergebnisse sind auch auf die gesamte Bevölkerung im Rhein-Main-Gebiet zu übertragen. Herzlichen Dank. Die Dame in Grün hat das Mikrofon und danach. Nee, machen Sie zuerst. Ja. Mein Name ist Ingrid Wagner, ich komme aus Offenbach und gehöre der BEL an, einer Bürgerinitiative. Meine Frage geht an den Herrn Eickmann. Sie haben gesagt, bei den Blutdruckwerten wäre keine Erhöhung festgestellt worden. Meine Frage dahingehend, es gibt sehr viele wissenschaftliche Studien von sehr renommierten Professoren, die festgestellt haben, dass der Blutdruck bei Krach und Lärm steigt. Da gibt es ja wirklich unzählige. Und Sie haben vorhin gesagt, die Qualitätssicherung wäre bei Ihrer Studieuntersuchung sauber gewesen, haben aber sehr wohl darauf hingewiesen, dass eine intensive Schulung der Probanden erfolgen musste. Also ich weiß selbst, ich habe schon Blutdruck bei mir selbst gemessen, wie schwierig das oftmals ist.
Also ich muss das jetzt ganz eindeutig hinterfragen, wenn die Probanden selbst gemessen haben, ob dann wirklich diese Untersuchung so sauber ist, anstatt andere Studien, die von Professoren, Doktoranden wissenschaftlich durchgeführt worden sind, ob die nicht einen anderen Status haben als jetzt ihre. Herzlichen Dank. Die Dame 2 weiter kriegt das Mikrofon. Herr Eickmann, möchten Sie darauf antworten? Wenn ich da vielleicht mit der zweiten Frage gleich anfangen kann. Es ist bekannt, dass Blutdruck, wenn er zu Hause selbst gemessen wird, in der Regel 5 mm Hg niedriger ist, als wenn er, weiß ich, in der Praxis im Krankenhaus durch Fachpersonal gemessen wird. Das heißt, wir haben dort sicherlich den Weißkitteleffekt, dass wir dort höhere Werte haben. Wir haben eingesetzt ein Gerät, das halbautomatisch misst, und wir haben eine intensive Schulung gemacht, sodass die Probanden genau wussten, wie das zu funktionieren hat. Und wir haben natürlich auch nicht nur einmal geschult, sondern wir haben auch überprüft, ob die das richtig machen. Und wir haben auch die Daten überprüft, die angekommen sind, sodass wir davon ausgehen können, dass das schon sachlich richtig gelaufen ist. Und dass auch, das sieht man ja auch an der Kontinuität der Daten, die kommen, ob da große Schwankungen sind oder was auch immer ist, sodass man sagen kann, das ist schon sehr sauber gelaufen und das kann man auch so akzeptieren und hat vor allen Dingen, dadurch, dass wir über 3 Wochen haben messen lassen, eine ganz andere Aussagekraft als das, was in anderen Studien vorher gelaufen ist. Das ist in der Regel so, dass 1-2 Mal gemessen wurde oder dass eben auch eben nicht selbst gemessen wurde, sodass man sagen muss, das, was wir gemacht haben, ist im Augenblick, ist natürlich alles mit den Kardiologen abgestimmt worden, dass macht die beste Aussage, die im Augenblick möglich ist. Also immer mit unseren Kardiologen extern, intern abgestimmt. Der zweite Punkt oder der erste Punkt von Ihren Fragen war, ja, es gibt schon viele Vorergebnisse. Von den Ergebnissen aus epidemiologischen Studien, die vorliegen, haben wir teilweise Übereinstimmung, teilweise haben wir auch andere Ergebnisse. Aber ich habe ja auch gesagt, dass es eigentlich ehrlicherweise diese Studien nicht verglichen werden können, weil die methodisch ganz unterschiedlich war. Und es gibt einzelne Studien aus dem, ich sag mal, klinisch-experimentellen Bereich, die kann man sowieso nicht mit dem vergleichen, was wir gemacht haben. Eine epidemiologische Feldstudie mit einer großen Anzahl von Probanden, mit klarer technischen Absicherung, sodass wir sagen müssen, eigentlich ist das, was jetzt vorliegt, wirklich der Standard, der im Augenblick anzusetzen ist, wenn man wieder solche Studien machen wird. Vielen Dank. Es gibt in der nächsten Woche eine öffentliche Informationsveranstaltung. Das hier ist eine Presseveranstaltung. Da würde ich gerne dem Pressevertreter die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Noch eine Frage, wir müssen langsam zum Ende kommen. Christiane Warnecke, Frankfurter Neue Presse. Der Anstieg des Risikos für depressive Erkrankungen ist ja eine der Überraschungen der Studie. Deshalb wäre jetzt meine Bitte vielleicht an Professor Seidler, ob man diesen Aspekt vielleicht noch etwas stärker vertiefen könnte. Herr Seidler. Ja, in der Tat gibt es dazu bisher nur sehr wenige Untersuchungen und auch nicht für die verschiedenen Verkehrslärmarten. Wir wissen, dass chronischer Stress zu depressiven Störungen führen kann. Bisher noch nicht so sehr für die Verkehrslärmfrage, sondern beispielsweise haben wir uns sehr ausführlich mit Arbeitsstress beschäftigt im Zusammenhang zu depressiven Störungen und konnten da einen deutlichen Zusammenhang finden, wenn wir die gesamte wissenschaftliche Erkenntnislage zusammentragen. Also diesen Zusammenhang sehen wir auch beim Verkehrslärm. Und es gibt verschiedene Mechanismen, über die man sich erklären kann, dass über die hormonelle Schiene, über die Beeinflussung der Nervenbahnleitung es vom Stress zu den depressiven Episoden kommen kann. Was man auch berücksichtigen muss, ist, dass Verkehrslärm zu Schlafstörungen führt, zur Beeinflussung der Schlafarchitektur und dass auch das inzwischen nicht mehr nur als Folge depressiver Störungen gesehen wird, also Schlafstörungen als Folge, das ist bekannt, sondern auch als eine mögliche Ursache von depressiven Störungen.
was, das darf ich vielleicht als letzten Satz noch sagen, noch weiter aufklärungsbedürftig ist, sind die Verlaufskurven beim Flug- und Schienenlärm, denn wir würden ja eigentlich erwarten, dass bei steigenden Lärmpegeln dann auch die Risikoschätzer weiter nach oben gehen. Das ist hier nicht der Fall. Da wäre zu überlegen, ob es mit einem unterschiedlichen Umzugsverhalten zusammenhängt, aber das ist spekulativ. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen allen. Ich danke Ihnen allen für Ihr Interesse. Es gibt jetzt noch die Möglichkeit für ein Pressefoto, wer daran Interesse hat. Und ansonsten gibt es draußen im Foyer Schnittchen. Vielen Dank.